Dead Toast Entertainment. Devolver Digital. Digital, keine Ahnung was. My friend Pedro. Blood Bullets Bananas. Ich muss erstmal den Sound leiser machen. Die Musik ist ja jetzt schon übelst laut. Ja, müssen wir mal gucken, wie es nachher im Spiel ist. Kann ich auch zu leise machen hier. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Wie mittel? Maximum, hallo? So, was haben wir denn hier? Ach, keine Ahnung, ich lasse mich überraschen, ne? Klar, Blut. Kamera wackeln, okay. Neues Spiel. Ja, wir machen normal, ey. Ich bin nicht so gut in solchen Spielen, ne? Hey! Aufwachen! Prost! Zeit zum Aufstehen, Schlafmütze! Hey! Entspann dich, Mann! Ich bin's nur, Pedro, dein Freund! Dich hat's ganz schön umgehauen. Alles in Ordnung bei dir? Wie viele Finger halte ich hoch? Ach, vergiss es. Verschwinden wir einfach von hier, wo auch immer wir sein mögen. Ich muss erstmal gucken, wie die Steuerung funktioniert. Also wenn ich nach unten drücke, roll ich. Wenn ich nach oben drücke, drehe ich mich. STRG macht nichts, Leertaste springt. Okay, mit Q kann ich Waffen wechseln, wie es aussieht. Ah, sieh mal. Versucht mit Wandsprung nach oben zu kommen. Okay, das war easy. Man muss sich erstmal daran gewöhnen, vor allem auch an die Steuerung. So was Verantwortungsloses. Irgendein Vollpfosten hat seine Pistole einfach rumliegen lassen. Wenn sie ein Verrückter vorbeikäme und ein Blutbad anrichten würde. Ich glaube, wir könnten durch diesen Lüftungsschacht entkommen. Ich habe unbegrenzte Munition. Okay, anscheinend komme ich nicht durch die Tür. Oh mein Gott, ey, ich werde sie alle vernichten! Irgendein Loot drin. Kein Loot drin. Moin! Oh Mann, das ist Mitch der Metzger. Sein Fleischbetrieb dient als Tarnung für den Schmuggel unerlaubter Feuerwaffen. Das Fleisch stammt meistens von Rattentauben oder irgendwelchen Leuten, gegen die sie was hatten. Vermutlich erklärt das, wie wir hier gelandet sind. Hey Boss! Heute Nacht ist es ruhig da draußen! Unterbrich mich nicht bei der Arbeit, du Schwachkopf! Ist die Lieferung fertig? Sie ist fast fast. Verdammte Faulpelze. Ist das Mikrofon überhaupt an? Ja, sollte an sein. Den zeige ich, was passiert, wenn sie rumtrödeln. Mach dich nützlich und breite den jämmerlichen Fleischsack im Keller vor. Wer auch immer das ist. Er kommt hier lang. Du musst ihn ausschalten. Bereit? Na, war ja easy. Zack. Jetzt habe ich sogar Double Pistols. Tja, ich schätze, du wirst jetzt wohl... Was stand da? Alle töten müssen. Ah, mit Rechtsklick.
Das ist ja cool. Moin, was geht? Easy, Leute. Ja, aber man muss ja auch erstmal hier in die Steuerung gewöhnen, ne? Kennt der da jetzt allein? Okay. Ich will die ganze Zeit rechte Maustaste klicken. Alter, das war ein schöner Schuss. Hast du genug Wasser getrunken? Du wirst nicht ganz frisch. Ich komm, nimm dich mit an einen besonderen Ort und bring dich wieder auf Vordermann. Hä? Hierhin verschwinde ich, wenn du mich nicht sehen kannst. Jetzt lass mich dir was zeigen. Halt still. Siehst du das? Wenn du dich konzentrierst, ist das, als würde die Zeit verlangsamt. Und mit Konzentration kannst du Saltos machen. Versuch es mal. Okay, ich muss Shift drücken. Ach so. Da kann man echt coole Moves machen. Was? Jetzt mach einen Salto in Zeitlupe und zerschieß diese kostbare Vase, die meine Oma mir gegeben hat. Alles klar. Bam, Junge. Solange du zwei Waffen hältst, kannst du getrennte Ziele anvisieren. Ja, das kenne ich ja schon. Ne? Zerschieß die beiden Vasen, indem du... Easy. Klasse. Du bist ein echter Übel-Arschtrittmaschine. Was? So, wo waren wir? Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Easy. Ich vergesse immer, dass ich kann nicht linke Maustaste gedrückt halten, ich muss ganz auf klicken. Das kann man bestimmt umstellen, oder? Ich kann sogar treten mit F. Motorrad? Ja, hier hätte man das eigentlich super mal ausprobieren können. Hier schön auf den Kopf. Ach, das macht er nicht. Ja, da muss ich hätte vielleicht vorher nachladen sollen. Ich will immer nach oben drücken. Aber wenn ich nach oben drücke, dann dreht er sich so. Bist du sicher, dass du weißt, was du da tust? Entspann dich. Diese Geschütztürme installieren sich praktisch von selbst. Du nimmst bloß das Ding, tust es da rein und dann... Mal wirst du ausweichen müssen, um die Kugeln da vorbeizukommen. Mit den Geschossen ausweichen kannst. Dass man so allem ausweichen kann, ist ja schon krass. Voll ungewohnt. Ich müsste eigentlich oben, hier müsste ich, springen auf W haben. Und ausweichen auf Leertaste.
Ich glaube, das werde ich auch ändern, oder? Dann springe ich auf, nach oben und Leertaste ist ausweichen, oder? Ist halt ungewohnt. Vielleicht gewöhne ich mich auch einfach dran. Genau wie ich dachte, wir sind in Old Town. Hier hat Mitch das Sagen. Das Ganze endet in einem Seniorenheim für die betagsten Gangster ohne Altersvorsorge. Alter, einfach mal weggetreten, Junge. So wird's gemacht, ey. Stirb, Junge. Die kommen bestimmt aus... Ja, ich wusste es doch. Boah, ey. Hui! Schön. Was war denn jetzt das vorzüglich, Alter? Bam, Junge, ey, wie ich mich hier durchmetzel. So muss das sein, hätte ich besser ausweichen müssen. Ich muss keine getrennten Ziele. Wie Level abgeschlossen, weil easy. Guck dir das an. Ja wie, ja mehr voller. Ja wie ein B. Ein B? Das war mindestens ein S. Mindestens. Der schnellste Weg aus Old Town führt durch Mitch am Ende der Straße des Gewerbegebiets. Moin, was geht? Moin. Na, hallo. Der hätte mir direkt die Füße wegballern können. Das wollten sie aber nicht. Cool, Junge. So. Treten? Ich hab doch schon getreten. Na moin! Hui, hui, hui. Schaffe ich. Na, was geht? Na, was? Komm raus. So wird's gemacht. Ja, alle habe ich sie schon wieder einen B. Ja, guck dir diesen Move an. Einfach nur godlike. Old Town hätte jede Menge Kultur zu bieten, bevor Mitch Metzgerei aufgetaucht, auf Kreuze. Vielleicht kann man das auch nutzen. Nein, das mache ich jetzt am besten so. Um gezielter einen zu treffen, oder? Weil der zielt dann so besser, als wenn ich die ganze Zeit so schieße, oder? Kommt mir das nur so vor. Hä? Ach so.
Ich muss erstmal nachladen. Achso, ich habe die Slow-Mo drin. Moin, Kollege. Ich treffe nicht. Wieso stirbt er nicht? So. So wird's nämlich gemacht. Nein! Jetzt habe ich es irgendwie ganz durcheinander gebracht. Genau, gib mir Leben. Also, das sah etwas kurios aus. Ja, komm. Ich baller dir die Füße weg. Wie komme ich denn da rein? Achso, ich muss hier rum. Ah, da kommt da einer von hinten. Ich glaube, es hakt. Hui, hui, hui. Schaff ich. Lad mal schneller nach. Da kommen ja noch welche raus. Und da ist ja noch einer, Alter. So, jetzt reicht's aber hier, ne? Abgeschlossen. Leben war voll, habt ihr gesehen, ne? Gesamtwertung voll jetzt. Ja, wie? Schon wieder nur ein B. Kann nicht wahr sein hier. Ich baller die doch voll weg. So, wie ist das jetzt vom Sound? Ist er jetzt zu leise oder ist er richtig oder? Wir machen mal die Effekte ein bisschen lauter. Die Musik will ich nicht lauter machen. Ich weiß nicht, ob da Strikes drauf sind. So, jetzt sollten wir in der Nähe des Edelrestaurants von Mitch dem Metzger sein. Moin, was geht? Ja, scheiße. Ich hab ein Fass geklaut. Alter. Doch, warum nicht, ne? Da könnte ja noch einer. So, jetzt habe ich zwei von den Dingern. So muss das sein. Guck dir das mal an, ey, hier. Genau, die werden alle weggebrutzelt. Hier habe ich aber... Hier habe ich aber nicht unbegrenzte Munition. Da oben ist noch Munition. Da komme ich jetzt aber nicht mehr dran. Nein! Mist. Der sollte eigentlich über den rollen. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Ich weiß. Aber ich muss doch nicht die Zeit verlangsamen. Genau, einfach drehen. Einfach drehen. Oh, hier ist auch noch.
Ich will mal Shift drücken zum schneller laufen. Dabei laufe ich ja schon schnell. Ich brutzel die alle nieder hier. So, immer die Double Kill. Der lebt ja noch. Hätte ich nicht gedacht. Lad mal schneller nach. Moves. Habt ihr diese Moves gesehen? Ein Traum. Ach so, ich muss andersrum laufen. Den holen wir natürlich auch noch mit hier. Kann ja nicht sein. Gesundheit, Leben, braucht man alles. Ihr schafft. Alle Kills. Ein C, ist das denn ernst? Ich bin halt so langsam, weil ich alle töte. Gibt's ja nicht. Ja, vielleicht sollten wir da vorne links abbiegen. Was stand da? Okay. Wo kommen denn da noch? Ja, kommt alle hier nur raus, ist okay. Ich muss ja nur wieder zurück. Die haben da Munition und Leben. Okay, nur Leben. Schieß, yes! Komm schon. Das hätte man, upsala, besser timen können. Alter. Na komm, das schaffe ich doch so. Nee, schaffe ich nicht. Machen. Da komme ich so nicht drauf, oder was? Ach so. Jetzt habe ich es gecheckt. Ach, jetzt habe ich es nicht. Ja. So. Oh. So, komm jetzt hier S. Das wird bestimmt wieder nur C. Ja, ich wusste es doch.
So, direkt den nächsten. Ich wette um einen Keks, dass du hier nicht schaffst, den Ball in den Korb zu treffen. Oh, tut mir leid, ich glaube, ich habe schon alle Kekse gegessen. Ja, gibt's jetzt wenigstens ein Achievement? Den nehmen wir mit. Ich wette, du schaffst es nicht, den Kerl mit dem Ball auszuschalten. Ich habe sogar zwei Bälle, Junge. Ich spiele hier mit dem Fußball, mit dem Basketball. Sehr schön. Also wenn das keine Achievement gibt, weiß ich auch nicht. Also ich habe zumindest keins bekommen, was ist da los? Hey, wieso komme ich hier jetzt nicht hoch? Na, was geht? Ja, da hätte ich jetzt auch Mist gesagt. Aber wie lang der rollen kann, ne? Das ist echt ein langer Roller. Jetzt sagen wir nicht, du kommst da nicht dran. Das gibt's doch nicht. So. Ups. Das war nicht geplant gewesen, wo die alle herkommen. Ich weiß doch. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich trifft. Sonst hätte ich den anvisiert. Oh, da ist ja noch einer. Das war nicht geplant gewesen. Moin, was geht? Ich kann Körperteile wegschießen. Wieso hängst du da denn ran? Der soll da nicht dran hängen. Ich wollte die ganze Zeit da runterspringen und der hängt da einfach. Ach, Munition ist alle. Wenig Muni, ja, dann bleiben wir erstmal bei der Pistole. Es gibt bestimmt irgendwas, wenn man die mit Körperteilen trifft. Denk schnell. Ach so, ich muss den da oben. Hallo, gehst du jetzt mal nach da hinten? Hey, ich muss doch bestimmt da... Ach nee, ich muss hier hoch. Jetzt ergibt's Sinn. Alter. Da habe ich aber viel Schaden kassiert jetzt nochmal am Ende.
Schön von unten. Bam, Junge. Der ist nur noch weggeflogen. Komplett perplexed. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Munition, deswegen gehen wir mal wieder hier auf die beiden Uzzis. Ah, wir haben es geschafft, das Edelrestaurant von Mitch dem Metzger. Vielleicht wirst du es ja was zum Mitnehmen bestellen, wo wir schon hier sind. Ja, mal gucken. Also, zack, Junge. Oh, jetzt habe ich so was bekommen. Ja, moin. Ach guck mal, ich kann mich hier hinter auch verstecken. Na moin! Sogar durch, ey, das ist ja cool. Ach, da hängt sogar eins an der Decke. Jetzt kassiere ich aber richtig Schaden, du, ne? Jetzt muss ich hier richtig aufpassen. Noch mal ein paar coole Moves machen. Alter. Oh, ich habe sogar einen getroffen, ey. Schönes Ding. Oh, das mit der Bratpfanne, das kenne ich. Wenn man dagegen schießt, dann prallen die Schüsse ab. Bratpfanne würde ich gerne mitnehmen. Alter, guck dir diese Skills an, Junge. Die Laser muss ich doch bestimmt abschießen, oder? Ja, da guckst du, ne? Hättest du nicht gedacht. Ah. So, jetzt pass mal auf hier. Nein, so doch nicht. Hört auf zu schießen, Leute. Genau so. Genau, Ausweichkill. So wird's nämlich gemacht. Oh, oh. Die Muni nehme ich natürlich mit. Sehr schön. Schon wieder ein C. In Ordnung, Boss.
Das Ding ist beladen und abfahrbereit. Nur doch verdammt Zeit. Ach nee, das ist der. Wie habe ich die Stimme nochmal von ihm gemacht? Um euch zurückkommen, ne, so habe ich nicht gemacht, oder? Egal. Solltet ihr euch lieber um den entlaufenden Fleischsack gekümmert haben. Elende Flautpelze. Manchmal verletzt er wirklich meine Gefühle. Bleiben wir einfach noch ein bisschen hier und genießen die Musik. Sieh mal, da oben steht ein Motorrad. Das ist unsere Chance zu fliehen. Na, was geht? Oh Mist, guck mal. Da ist der Fleischsack. Alarmier die anderen, schnappen ihn uns. So, wie geht das hier jetzt? Das ist nicht so cool wie in Real Motorrad fahren, aber es sieht fast so geil aus. Ich kann sogar springen, kann ich jetzt nicht. Na, was geht, Junge? Boah, jetzt will ich auch wieder Motorrad fahren. Wobei im Moment ist echt viel zu warm, ey. Kann ich auch Nahkampf? Ja, komm doch mal rüber hier. Alter, jetzt hätte ich aber übelst ausgebremst. Komm hier, bomb die alle weg. So fahre ich immer zur Arbeit übrigens, ne, mit dem Motorrad. Also im Prinzip so, ne, wenn dann so ein Auto vor mir ist, ne, ich zeige euch das nochmal. Na, wenn so ein Auto vor mir ist, ne, dann schaue ich immer mit so einem Salto über den drüber, ne, da wisst ihr Bescheid. Ui, ui, ui. Alter! Ich jumpe einfach überall drüber, ey. Nein, keine Muni mehr. Ey, ich will auf dir parken, Kollege. Lass mich auf dir parken. Der fährt dann automatisch weiter. Schwierig. Ah, ein bisschen habe ich wieder. Alter. Hey, hey. Alter Kollege, aufpassen, Junge. Ey, was schießt du da auf mich? Junge! Guck dir diese Moves an. Alter, die hauen aber rein, du. Die Minen hauen aber rein. Wenig Muni, ey. Alter. Sehr schön. Den werden wir los. Jetzt müssen wir hier für eine Weile untertauchen. Fahr zum Distrikt 0. Der ist so gut wie verlassen. Dort können wir rumlungern, bis die Aufregung sich hier gelegt hat. Sehr schön. Sehr schön. Feinkost für unterwegs. Komm, einen machen wir noch.
keine Muni. Okay, wir bleiben bei Pistol. Was für ein schickes Plakat. Da steht, willkommen zur Weihnachtsfeier des Nationalen Kopfgeldjägerverbandes. Feine Sache, dass sie sich zusammenschließen. Und gut, dass auf uns kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Hey, nette Maske. Ich kann dich auf dich schießen. Nicht. Ich mach dich kalt, Junge. Ho, 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 willkommen vor Weihnachten, Leute. Ich bin's, der Weihnachtsmann. Kleiner Scherz, ich bin's, Danny. Wir wissen ja ohnehin alle, dass alte Herren nur enttäuschende Autoritätspersonen sind. Freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Aber kommen wir zur Sache. Mir ist schon klar, warum ihr die Kleiderordnung eingehalten habt und heute Abend hier aufgekreuzt seid. Wegen des Mega-Weihnachtskopfgeldes. Dieses Jahr ist die fette Prämie ganz frisch ausgesetzt worden. Und das Ziel soll in der Gegend sein. Ja, das sind wir. Was zum... Der Typ? Ich habe ihn gerade eben gesehen. Er ist hier irgendwo. Krass. Wenn das kein Glück ist. Schwärmt aus. Lass ihn nicht entwischen. Ich warte in meinem Büro, bis jemand die Belohnung abholen kann. So viel zum Untertauchen. Das sind zu viele von denen. Zeit, sich vom Acker zu machen. Nix da, Alter. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Das haben die bestimmt extra gemacht. Die wissen ganz genau, ich hätte die alle platt gemacht. Ohne Probleme. Also haben die einfach mal die Waffen disabled. So sieht's nämlich aus. Wobei, eigentlich ist das hier so ein super Ort, die Folge zu beenden, ne? Ja komm, ich würde sagen, dann war's das für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.